Ich bin wieder da und es macht Tick-Klack. Klick-Klack, ich hab wieder nix zu tun. Guck hier, jeder fragt mich jetzt, wie machst du das? Wie mach ich was? Ich mach einfach das, es passt, geh raus. Sag den anderen, ich bin wieder back. Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar heute mit der lieben Kamikaze-Ente zusammen. Für die Leute, die ihn noch nicht kennen, den Link zu seinem Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr ja mal auschecken, weil er steht kurz vor seinen 5000 Abos. Und es wäre doch geil, wenn wir es gemeinsam schaffen würden, ihn so möglichst schnell auf seine 5k zu bringen. Das könnt ihr am besten machen, indem ihr einfach das letzte GTA 5 Video nehmt. Einfach ja, euch anschaut, ein Like da lässt und in die Kommentare reinschreibt, Zeddys Army oder so. Weil ich glaube, darüber würde er sich am meisten freuen. Jo, das wäre geil. Auf jeden Fall, TS Gaming, Grüße gehen an dich raus und danke, dass ich bei dir mitmachen durfte. Hammergeil auf jeden Fall. So, und nun erzähle ich euch, wie der Glitch funktioniert. Also, ihr braucht auf jeden Fall ein Auto. Wir würden euch empfehlen, ein persönliches Fahrzeug zu nehmen, weil so ein Straßenfahrzeug, das kann gut sein, dass es ab und zu mal despawnt und dann müsst ihr den ganzen Mist nochmal von vorne machen. Und zwar, ihr fährt runter zu einem Pier, wo der Helikopterplatz ist, und stellt euer persönliches Fahrzeug, in unserem Fall war es der Edder, einfach mal so hin, dass der Zaun abfällt und dass die Vorderräder so ein bisschen in der Luft hängen. Danach steigt ihr einfach in so ein Auto ein und fährt so eine kleine Runde, dass die Zäune wieder spawnen. Also ihr könnt es auch zu Fuß machen, theoretisch funktioniert das Ganze auch solo, nur ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet Stunden brauchen, bis es euch mal launcht. Und deswegen macht es am besten mit einem Kumpel und mit dem kleinen Trick funktioniert es wirklich super. Also ihr braucht auf jeden Fall noch ein paar Versuche, es klappt auf jeden Fall nicht beim ersten Mal, aber es funktioniert und wenn es funktioniert, dann ist es auf jeden Fall richtig geil. So, und jetzt ist ein kleines bisschen Timing gefragt, und zwar der eine Spieler, der gelauncht werden möchte, stellt sich da unten an die Motorhaube von dem Auto hin. Der andere Spieler begibt sich da oben an der Wand, an dem Zaun, an der Wand, wie auch immer, Mauer, so genau, und läuft langsam an das Auto hin. Ganz wichtig ist, er muss minimal schneller am Auto sein wie ihr. Das heißt, er muss das Auto berühren, dann wird es aktiviert, dass es so rumbackt, und in dem Moment müsst ihr an das Auto hinlaufen. Also es spielt wirklich Millisekunden spielt es eine Rolle, ob es klappt oder nicht. Das heißt, wenn ihr zuerst am Auto seid, dann kann es sein, dass es ihn vielleicht launcht, aber das ist eher gering. Und deswegen müsst ihr darauf achten, dass es wirklich euer Kumpel zuerst am Auto ist und danach ihr sofort auch das Auto berührt. Und dann katapultiert es euch richtig krass. Ja, und mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir wie immer ein Like da. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, natürlich ein Abo, selbstverständlich. Und vergesst mir nicht beim Kamikaze-Ente oder irgendeinem Video von ihm Zeddys Army drunter zu schreiben. Und ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy. Jetzt hier noch kurz was in eigener Sache, TS Gaming. Ich weiß, dass du meinen Screenshot nicht angeschaut hast und mir trotzdem die Schuld gegeben hast, dass dein Auto völlig am Arsch war. Aber guck's dir an. Ich weiß, dass du die Videos zu Ende anschaust, aber ich weiß, dass du meinen Screenshot nicht anschaust. Deswegen zeige ich das hier mit so einer kleinen Videobotschaft. Und ich habe dein Auto nicht zerstört. Ich habe dein Auto nicht in Einzelteile zerlegt. Das war der Zaun. Hier hast du den Beweis, weil du hast mir ja nicht geglaubt. Du hast gemeint, eine Sekunde hast du nicht hingeschaut und schon war das Auto kaputt. Ja, jetzt siehst du auch warum, ne? Ich kann dafür gar nichts. Also, Grüße an dich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.